Hallo, ich bin heute unterwegs für DB Mobil in Stuttgart. Hier im Wald treffe ich den Wildkräuter-Experten Dr. Markus Strauß. Mal sehen, ob ich was lernen kann. Ich bin gespannt. Viele haben noch so eine Art Hemmschwelle. Ja, kann ich das jetzt überhaupt? Ist es giftig? Geht's? Wie schmeckt's? Was mache ich dann mit dem Zeug überhaupt in der Küche? Also da gilt es jetzt heute einfach wieder, das alte Wissen neu zu entdecken. So, Löwenzahnblätter sehen eben sehr unterschiedlich aus. Ne? Also das hier ist jetzt ein sehr geschlossenes Blatt mit so kleinen Zacken dran. Aber es gibt auch Löwenzahnblätter, die sind ganz tief geschlitzt oder gebuchtet. Also da gibt es große Unterschiede. Hier haben wir jetzt eine sogenannte Knoblauchsrauke. Das stinkt dann nach Knoblauch. Na, stinkt kann man nicht sagen. Also riecht sehr angenehm. Die angenehm nach Knoblauch. Angenehm, ja. Ein bisschen ein paar Schafstoffe sind drin, also ein paar Senfglykoside nennt man die. Ist also komplett essbar, nur hier oben ist sie jetzt schon ein bisschen verholzt. Ich würde jetzt in dem Stadium einfach hier die Blätter mitnehmen. Was ist hier los? Ja, hier haben wir jetzt die Brennnessel in voller Blüte. Und man kann jetzt hier einfach diese Spitzen ernten. Komme ich jetzt auch mal? Ich habe das echt. Also hier einfach so rein. Hier? Ja, super. Es ist nichts passiert. Ja. Und ich verbrenne mir nicht die Zunge? Nein, auf keinen Fall. Aber wir werden die nachher im Smoothie zubereiten, also mixen. Dann sind die Brennhaare alle abgebrochen. Das hier haben wir ja auch gesammelt. Das ist die Knoblauch. Knoblauchsrauke. Knoblauchsrauke. Genau. Ja, genau. Ja. Aus der machen wir ein Pesto. Ja. Mit Mandeln, Salz, Pfeffer, Olivenöl. Dann ist schon fertig. Super. Also ich mache da auch noch ein bisschen richtigen Knoblauch auch noch rein, weil das einfach nochmal einen runderen Geschmack gibt. Und eine Messerspitze Zucker. Vor einer halben Stunde waren wir noch da oben und jetzt haben wir hier ein Knoblauchsraukenpesto, ein Brennnessel-Smoothie und einen Löwenzahnsalat mit Kirschblüten. Das geht alles wirklich ganz schnell. Ich denke, ich werde jetzt viel öfter im Wald spazieren gehen und auch Kräuter sammeln. Mhm. Und Ihnen wünsche ich auch ganz viel Spaß beim Experimentieren. Zum Wohl. Zum Wohl.